So, unser nächster Speaker ist Thomas. Thomas ist Lehrer an einer Schule in Bayern. Soweit so normal vermutlich. Aber Thomas ist nicht nur das, sondern er macht auch Podcasts. Manche von euch kennen vielleicht den Politikunterricht, in dem er Holgi alles rund um Politik erklärt oder sich über das deutsche Bildungssystem aufregt. Jetzt gab es ja in diesem Jahr so einiges, worüber man sich beim Thema Digitalisierung und Schule hat aufregen können. So ging mir das jedenfalls als Hüterin eines Achtklässlers. Aber was war da eigentlich so auf der anderen Seite los bei den Lehrkräften? Und was lässt sich neben vielen Dingen, die vielleicht eher nicht so top gelaufen sind, vielleicht sogar an positiven Impulsen für eine schulische Realität im Wandel mitnehmen aus diesem turbulenten Jahr? Dazu hat sich Thomas so einige Gedanken gemacht, die er in der nächsten Stunde mit uns teilen wird. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich und sende ein ganz herzliches virtuelles Willkommen an dich, Thomas. The stream is yours. Dankeschön. Hallo. Willkommen. Das ist mein digitales Klassenzimmer. Das ist jetzt neu. Das haben wir seit diesem Jahr irgendwie alle. Und wir haben also jetzt digitale Schule. So. Und ich hatte eigentlich im Vorgang, bevor das alles passiert ist, und wir kommen dazu, mich schon damit beschäftigt. Deswegen fangen wir erstmal an. Anfang Januar 2020. Also früher hat man von Digitalisierung der Schule geredet. Digitalisierung heißt, wir schaffen Computer an und wir digitalisieren irgendwie Abläufe und so weiter. Heute redet man in der Didaktik von Digitalität, also der digitalen Realität der Schule. Das heißt also, die Idee, dass diese ganzen Geräte, die wir haben, und wir reden da ja beim Kongress regelmäßig drüber, dass sie dazu führen, dass wir eine digitale Realität haben. Und die Politik hat das auch immer mit Geld begleitet. Ja, früher kennt ihr noch so 80er, 90er, frühe 2000er Schulen ans Netz. Und heute haben wir den Digitalpakt und der spielt natürlich dann auch gleich eine Rolle. Aber im Endeffekt leben wir jetzt in einer didaktisch-pädagogischen Welt, wo das Digitale nicht mehr wegzudenken ist. Und ein wunderschönes Beispiel dafür ist, ich bin ja aus Bayern, bei uns im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz steht bis heute drin, dass digitale Speichermedien nicht erlaubt sind in der Schule. Gleichzeitig sollen wir Unterricht machen mit WLAN-Routern und Handys und allem Möglichen. Und das heißt, so langsam aber sicher zieht hier halt die Digitalität ein und ich habe regelmäßig Momente in meinem Unterricht, wo ich die Leute dann auch auffordere, ihr Smartphone rauszuholen und einfach mal eine Umfrage für mich zu machen. Okay, wir bleiben noch ein bisschen im Januar und gucken uns mal so die Grundlagen an, wie man darüber in der Didaktik geredet hat. Also die Medienpädagogik hat immer so zwei Seiten. Das eine ist immer die technische Seite. Also es geht um die Frage, wie bringe ich Leuten bei, mit diesen ganzen digitalen Medien zu arbeiten, Medienkompetenz im technischen Sinne. Ja. Und auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, was mache ich damit? Ja, also wie benutze ich diese Technik jetzt neu? Das, was wir jetzt hier auch gerade benutzen, was bedeutet das alles? Es gibt dann immer so eine Diskussion darüber, welchen Mehrwert hat das? Also hat das einen Mehrwert für mich in der Schule, wenn ich ein Smartboard habe oder ja, reicht nicht auch eine Tafel? Und diese Diskussionen werden manchmal als müßig hingestellt, manchmal auch nicht. Und die Antwort ist, sie sind es ein bisschen und sie sind es ein bisschen nicht. Denn die Frage des Einsatzes digitaler Medien ist am Ende ja auch eine Frage dessen, welche Vorteile habe ich davon? Und vielleicht so eine Grundlage, die wir jetzt dazu erstmal besprechen können, ist dieses Modell, was ich euch da auf der rechten Seite zeige, das SAMR-Modell, das Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition-Modell. Das ist die deutsche Variante, die da steht. Also das ist sehr schön didaktisch aufbereitet. Oben stehen die englischen Buchstaben, unten stehen die deutschen Begriffe, damit auch dann jeder komplett verwirrt ist. Also die Idee ist hier, ich habe digitale Devices auf irgendeine Art und die erste Variante, die ich benutzen kann, ist Substitution. Das heißt, ich wechsle einfach irgendwas, was ich bisher analog gemacht habe, durch digital aus. Ja, also was weiß ich, ich schmeiße meinen Overhead-Projektor weg und lege eine Dokumentenkamera und einen Beamer hin. Ja, also da tut sich nichts am Unterricht oder so, wobei das hier schon fast gar nicht mehr stimmt, weil das ist nämlich schon fast Augmentation. Ja,
aber ich teile da was aus. Oder was weiß ich, ich nehme einen Beamer und werfe ein Bild mit dem Beamer an die Wand. Da habe ich dann halt eine bessere Qualität, als wenn ich einen Overhead-Projektor benutzen würde. Augmentation ist, ich erweitere das. Da sind wir schon bei der Dokumentenkamera. Die Dokumentenkamera macht mehr. Denn auf einmal kann ich viel, viel einfacher mit Dokumenten, die meine Schülerinnen und Schüler erstellen, arbeiten. Ja, also ich kann halt einfach so eine Schülerinnenleistung mir geben lassen, leg die unter die Kamera, kann mit der arbeiten. Das konnte ich vorher nicht. Da mussten die Leute auf Folien schreiben. Ich hatte auch immer nur eine Folie und das war alles furchtbar und so weiter und so fort. Nur man braucht doch löschbare Folienstifte, das ist alles vorbei. Ja, also das ist schon eine Erweiterung. Eine andere Erweiterung sind natürlich sowas wie Smartboards oder so. Dann kann ich auf einmal auf meiner Tafel auch mit Animationen arbeiten. Das ist alles total super und toll, ja, wenn man das unbedingt machen möchte. Und das ist dann halt eine Erweiterung meines didaktischen Spielraums. Modifikation, also tatsächlich die Veränderung didaktischer Welten, ja, also Level 3, ist dann schon etwas, was eigentlich, da wird es dann geil aus Nerd-Sicht. Ein gutes Beispiel habe ich an der Stelle, es gibt heutzutage Präsentationssoftware, mit der man die Leute live im Klassenraum Umfragen ausfüllen kann. Die sind auch datenschutzkonform. Und man kann also als Sozialkundelehrer zum Beispiel eine Umfrage im Klassenraum zu einem Thema machen und kriegt ein anonymisiertes Meinungsbild. Das hat den großen Vorteil, dass die Schülerinnen und Schüler wissen, okay, ja, das ist, ich kann da einfach antworten, ohne dass es für mich eine Konsequenz hat. Und gleichzeitig habe ich auf einmal die Möglichkeit abzufragen, wie denn so ein Meinungsbild zu einem Thema wirklich im Raum ist. Ja, das konnte ich früher nicht. Und es gab dann nur den sogenannten Meinungsstrahl. Da hat man Leute sich im Raum aufstellen lassen und dann standen die da alle so, ja, und der eine stand an der Seite und so weiter. Und da gibt es natürlich in der empirischen Sozialforschung die Idee des sozialen Stigmas und der sozialen Erwünschbarkeit. Und es gab halt wenig Leute, die sich in die andere Ecke gestellt haben. Das ist jetzt hier anders und das ist eine klare Modifikation. Neuauslegung, also Redefinition, finde ich immer sehr spannend, weil technisch gesehen geht das nicht. Ja, ich kann nicht mit technischen Mitteln Dinge neu definieren, umdefinieren, neu gestalten, weil es im Endeffekt keine Software, keine Hardware gibt, die nicht auf einer Idee des klassischen Unterrichtens aufbaut. Also kann ich auch nicht dahinter gehen. Also sprich, ich muss mir erst was vorstellen können, um es zu bauen. Und ich kann nicht mit den Dingen, die bisher gebaut sind, irgendwelche Dinge machen, die ich mir dann vorstellen kann. Ja, also die ich mir nicht vorstellen kann. Da ist ein Problem drin, ja, das geht nicht. Also das ist so typisch für ein bisschen für die Didaktik, für die Mediendidaktik, für den Umgang mit digitalen Medien. Es ist sehr viel Hoffnung in dem Diskurs gewesen und auch immer noch drin, dass da der große Wurf drin ist und sehr oft endet es damit, dass Leute mit dem Handy einfach nur etwas aufnehmen und dann war's das, ja. Es gibt viele Möglichkeiten, ich habe das ja bei der Änderung gerade schon genannt. Ja, aber es ist halt auch nicht der große Wurf dabei, sondern wir sind wie so oft nicht bei der Revolution, sondern bei der Evolution des Lernens. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. So, das große Thema natürlich immer war Datenschutz. Das ging dann so weit, dass bekannte Didaktiker gesagt haben, sie setzen sich mit der Frage gar nicht mehr auseinander. Generell für uns als Lehrkräfte ist es ein Riesenproblem. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, 5 Datenschutzdokumente austeilen müssen, damit die Schülerinnen und Schüler alles benutzen können, was wir aktuell haben. Und das ist natürlich ein Riesen-Overhead. Die DSGVO ist gut, ja, also da brauchen wir gar nicht drüber reden, schon gar nicht auf dem Kongress. Aber es ist natürlich das Problem dahinter, dass das nicht alles datensparsam ist und vor allen Dingen auch, dass es da sehr viele Möglichkeiten gibt, private Daten von SchülerInnen zu missbrauchen. Heutzutage liegen halt gerne auch Informationen über Leserechtschreibstörungen und so weiter in irgendwelchen Datenbanken in irgendwelchen Schulen rum und die sind halt alle immer nicht so gut gesichert und so weiter. Ja, und dann gab es ganz viele Fortbildungsoffensiven. Das heißt also, in Bayern gab es zum Beispiel eine große, an der ich dann auch teilgenommen habe, also die ich ausgefüllt habe. Und die Fortbildungsoffensiven, ja, man hat wirklich versucht, möglichst viele Leute in die praktische Benutzung digitaler Medien zu bringen. Meine Schule hat zum Beispiel direkt eine kleine Reihe an Fortbildungen gemacht, wo jede Woche ein Tool vorgestellt wurde, ja, was man verwenden kann und so weiter, um einfach mal den Leuten zu zeigen, was da draußen möglich ist. Und das ist halt alles im Bereich, ja, Erweiterung, Augmentation und so weiter.
Ja, also das war so die Grundlage im Januar. Wir sind also so im Laufen gewesen, ja, didaktisch. Wir haben uns da immer weiter angenähert und so weiter und so fort. Die Verwaltung hat die Digitalisierung auch entdeckt. Ja, das heißt, auf einmal gab es ganz viele Tools zur Schulverwaltung. Ja, alles hübsch cloud-basiert. Ja, also cloud-basiert im Sinne von ja, PHP, MySQL-Tabellen irgendwo, lauter solche Sachen. Auf einmal gibt es datenschutzkonforme Messenger, es gibt digitale Stundenpläne. Das Problem ist, man hat halt nicht alles in einer Plattform. Es gibt verschiedene staatliche Projekte. Wir werden auch nachher dann so die eine oder andere sehen, die dann wichtig war. Jedes Bundesland hat seine eigene Lernplattform. Es gibt die Hasso-Plattner Schulcloud. Bayern zum Beispiel hat MEBIS. Viele andere Bundesländer haben ein reines Moodle. Die Schleswig-Holstein hatte ja dieses Ding, dass sie sich bei It's Learning eine Fronter-Plattform geklickt haben und dann leider da vorne sh.itslearning dran geschrieben haben. Und dann haben wir alle mal kurz gelacht. Das gibt es heutzutage alles. Das Problem ist eigentlich, es ist sehr disparat und es gibt vor allen Dingen, obwohl man das erwarten würde, eigentlich kein großes staatliches oder wenigstens Projekt in einem Bundesland, was jetzt das alles erschaffen soll. Ich kenne das hier in Bayern, da wird schon längere Zeit daran gearbeitet, das zu machen und sie sind immer noch nicht richtig fertig geworden. Wir hoffen da Großes. Es liegt dann sehr oft in den Händen der Schulen, für welche Software sie sich entscheiden, oder es liegt bei der kommunalen Schulverwaltung. Und es hängt auch direkt davon ab, wie viel Geld hat so eine Schule und wie viel Geld hat die Kommune. Und das heißt also, wir sind da tatsächlich bei Digitalisierung auf der Seite angekommen mit. Es gibt unheimlich viele Tools und diese ganzen Tools fliegen alle durcheinander. Und jede Schule sucht sich da irgendwas raus. Ja, und Man tut sein Bestes und stellt dann fest, dass keine Lösung die optimale ist, weil es natürlich auch wie immer, das wissen wir bei Software, keine optimale Lösung geben kann. Aber auch das ist Digitalisierung, also das findet dann auf der anderen Seite auch statt. So lange, bis das erste Mal da richtig Daten verloren gehen und das ist auch leider nur eine Frage der Zeit. Ja, Digitalpakt Schule, wir müssen kurz drüber reden. Der Bund hat gesagt, der macht 5 Milliarden Euro locker. Ja, davon sind 23 Millionen am 30.06. verwendet. Ich habe das vor 2-3 Tagen erst nachgeguckt. Ja, also die sind jetzt mal irgendwie auch ausgezahlt worden. Woran liegt das? Ganz einfach, alle Bundesländer mussten erstmal klären, wer für was etwas bekommt, weil es geht ja hier nur um Hardware. Dazu gab es diesen Streit um das Grundgesetz. Ich habe, glaube ich, die letzten 2 Jahre in meiner Schule mehrfach ein sogenanntes Mediencurriculum anfertigen müssen, wo wir reingeschrieben haben, was wir mit digitalen Medien schon so die ganze Zeit machen, damit wir jetzt eine gute Ausstattung bekommen. Und ich kann das wenigstens für meine Schule sagen, wir haben tatsächlich Ausstattung bekommen. Ja, seit November ist im Digitalpakt mit der letzten Erweiterung tatsächlich auch die Idee verankert worden, dass man Geld für AdministratorInnen da dazu tut. Da haben wir uns dann im Schulleben tatsächlich längere Zeit gefragt, warum das so lange dauert, dass man auf die Idee kommt, weil naja, ne, das Problem mit der Software und mit der Hardware ist nicht, sie anzuschaffen. Das Problem mit der Software und der Hardware ist die Pflege. Und es war bei Schulen ans Netz damals schon das große Problem, dass man den ganzen Kram angeschafft hat. Und dann hat sich keiner drum gekümmert und um euch das zu verraten, an einer normalen Schule bekommt eine normale Lehrkraft meistens ein paar Freistunden, also sogenannte Anrechnungsstunden, die sind dann Bezahlung in Freizeit sozusagen, die sie darauf verwendet, das zu pflegen. Ja, es wäre natürlich viel, viel schlauer, jemanden das pflegen zu lassen, der wirklich Ahnung hat. Und das ist, wenn die Lehrkraft nicht gerade irgendwie Fachinformatiker ausbildet, meistens keine Lehrkraft. Ich bin Experte für alles Mögliche, ja, Englisch, Politik. Ich bin definitiv kein Experte für das Pflegen von irgendwelchen Netzwerken und Ähnlichem. Ja, und dann war März und da gab es Bier. So, 15. März, ich kann mich noch dran erinnern, bei uns in der Schule waren überall die Beamer an, Unterricht fand nicht statt. Wir haben uns das alle gemeinsam angeguckt und dann waren die Schulen zu. Ja, hier haben wir noch die Tagesschau, wo bleiben die Schulen zu und wie lange? Stellte sich dann raus, es waren ungefähr 6 Wochen. Ja, und dann hat man umgeschaltet auf digital. Und zwar am 16. März war MEBIS down. MEBIS ist die Lernplattform Bayerns. Ja, und wenn ihr das da so lest, da steht dann automatisierter Angriff, automatisierte Seitenaufrufe.
Ich glaube das ja nicht ganz, weil ich glaube, das war nicht automatisiert. Ich glaube, das war manuell, weil was ist natürlich Schulsystem? Und das heißt, am Montagmorgen um 8 haben ganz viele Schulen, ganz viele Schülerinnen und Schülern gesagt, liebe Kinder, ihr habt jetzt digitalen Distanzunterricht, bitte ruft doch mal diese Webseite auf. Und das haben die dann auch gemacht. Und ich glaube, das ist immer noch Distributed Denial of Service. Es ist halt nur nicht automatisch. Man hat dann ganz schnell Server angeschafft und so weiter. Es sagt auch sehr viel über den Stellenwert dieser Lernplattform aus, dass die da umgefallen ist. Da weiß man nämlich, wie sehr die vorher benutzt wurde. Leider nicht so sehr, wie man sich das wünscht. Und wir kommen dann nachher noch drauf, dass Lernplattformen eigentlich eine gute Idee sind. Okay. Die ersten 6 Wochen, März bis so Ende April, Mitte Mai, ja, haben dem deutschen Schulsystem, wir haben es in den Medien gesehen, wir haben sehr viele Realitäten des digitalen Fernunterrichtes dort kennengelernt. Ja. Schulen hatten erstmal das Problem, dass auf einmal die Kommunikationsmittel entweder gefehlt haben oder verwirrend waren. Ja, du hattest auf einmal E-Mails, du hattest Messenger, Leute haben Telefonketten gemacht und so weiter und so fort. Dann fehlten natürlich vielen Kolleginnen und Kollegen und mir auch zu einem gewissen Teil schlicht und ergreifend Konzepte. Ja, das ist halt einfach eine Sache gewesen. Es haben unheimlich viele Lehrkräfte ganz, ganz schnell ganz neue Materialien erstellen müssen, weil halt Materialien dafür ausgerichtet sind, dass Menschen vor Ort ja, mit dir sprechen und mit diesem Material arbeiten. Jetzt auf einmal mussten die SchülerInnen damit das alleine daheim machen und das ist halt eine ganz einfach, ganz schwere Sache. Die Kompetenzen fehlten und zwar bei eigentlich allen. Also es fehlten die Kompetenzen bei den meisten Lehrkräften, auch bei mir irgendwo. Ja, man hatte eine steile Lernkurve, man musste sich das erstmal angucken. Es fehlten natürlich die Kompetenzen bei den SchülerInnen, weil die das auch nicht gewohnt sind. Es fehlten die Kompetenzen bei der Verwaltung, es fehlten die Kompetenzen bei den Eltern, ja, die sich damit dann auch beschäftigen mussten. Und ein Stichwort Zoom. Alle waren auf Zoom. Heutzutage sind wir übrigens nicht mehr auf Zoom, weil Zoom durften wir nur so lange benutzen, solange in Bayern der Katastrophenfall ausgerufen ist, weil wenn der Katastrophenfall ausgerufen ist, funktioniert der Datenschutz nicht. Ja, dann kann man das mal machen. Danach war dann irgendwie das so ein Problem. Ja, aber ich glaube, Zoom fasst irgendwie deutsche Fernunterrichtsrealität auf jeden Fall auf der Schulseite dann irgendwie zusammen. Ja, auch der Lernenden und Elternseite, die hatten sehr oft Kommunikations-Overload, ja, weil sich natürlich das System erstmal gedacht hat, ja, okay, du hast ja 6 Unterrichtsstunden, dann kriegst du jetzt für jede Stunde 45 Minuten Arbeitsaufträge. Okay, das ist viel zu viel didaktisch gesehen, ja, also wir müssen ganz anders da rangehen. Meine Erfahrung ist zum Beispiel eine große Aufgabe auf 4 Stunden verteilt, die Leute, wenn sie daheim sitzen, also ich habe eher erwachsene SchülerInnen, da ist wirklich das Problem, dass die viel, viel mehr Zeit brauchen, um diese ganzen Informationen aufzunehmen und natürlich dann auch das Problem haben. Zweitens, sie haben teilweise kein Internet, dann haben wir zwar Zoom, dann haben die Leute keine Webcams. Eine der schönsten Sachen war, das erzählte mir dann eine Kollegin, die hatte eine Klasse aus dem Fachbereich Technik. Meine Schule hat so unterschiedliche Fachbereiche und der Fachbereich Technik, das sind die Nerds und die hatten alle keine Webcams, weil so ein Gaming-PC hat keine Webcam. Ja, wird man auch weniger geswottet mit. Ja, und die Eltern waren die Ersatzlehrkräfte und das heißt, auf einmal musste man auf die didaktisch-pädagogischen Kompetenzen der Eltern zurückgreifen und die sind sehr disparat. Also da muss man sich, ja, muss man ganz klar sagen, okay, die können das mehr, mal weniger und es ist auch sehr anstrengend, in einer Heimsituation ein Kind zum Lernen zu kommen. Der Raum spielt eine gewisse Rolle dabei, dass das Kind die Idee hat, ich muss jetzt hier lernen und es geht dann irgendwann nicht mehr gut und es gab viel Überforderung auf der Elternseite. Ja, und auf der einen Seite kann man natürlich als Lehrkraft dann sagen, sehr schön, ja, jetzt haben Sie mal gesehen, warum es uns gibt. Auf der anderen Seite muss man sagen, das ist eine Situation, den sollten Eltern schlicht und ergreifend nicht ausgesetzt sein, sondern man muss dann einen Weg finden, die Lehrkraft besser an die Kinder heranzukriegen. Das ist natürlich alles nicht passiert, sondern wir sind alle geschwommen. Was haben wir gelernt? Okay, die Schulen und die Eltern, wir waren alle überfordert. Ja, Schulen sind als Betreuungseinrichtung wirtschaftlich wichtig. Man hat sehr darüber gelacht, als Söder das im Fernsehen gesagt hat. Ich finde das gar nicht so lustig, weil er hat
als Einziger nicht gelogen. Ja, also wir kommen jetzt nochmal auf die Diskussion Präsenz und Fernunterricht und so weiter zu sprechen. Und das ist wirklich wichtig. Ja, ich habe auch Lehrkräfte gehört, die gesagt haben, aber ich bin doch keine Betreuung. Das stimmt halt einfach nicht. Ja, nur betreuen wir die Schülerinnen und Schüler halt anders. Wir betreuen sie, indem wir ihnen Matheaufgaben geben, anstatt ihnen was zum Spielen zu geben. Aber wo ist da der Unterschied? Ja, die Kinder sind in einem Raum, wo eine Person auf sie aufpasst, die nicht ihre Eltern sind, und das ist ein Betreuungsangebot. Ja, ich muss an der Stelle auch sagen, wir kommen vielleicht nochmal dran vorbei. Man sollte bitte in der Betrachtung von Schule Betreuungsaufgabe und Beschulung und Bildungsaufgaben auch trennen. Es ist vollkommen okay, auf die Idee zu kommen, dass das getrennt ist. Ja, digitaler Unterricht verstärkt soziale Ungleichheiten, nicht nur wegen der Technik und so weiter, sondern auch, weil einfach die Support-Netzwerke nicht da sind. Ne? Wenn ich irgendwie Akademiker-Eltern im Homeoffice habe, kann ich ganz anders versorgt werden, als wenn ich in der Notversorgung bin und meine Eltern systemrelevante Berufe haben. Auf der anderen Seite, es gingen auf einmal Dinge. Also ich habe hier irgendwo so ein magisches Dokument, wo drin steht, ja, wenn Sie mit SchülerInnen Kontakt aufnehmen wollen, nehmen Sie jeden Messenger, den Sie wollen, aber wenn Sie einen nehmen, nehmen Sie bitte Signal, weil der ist verschlüsselt. Ich bin ja hinten umgefallen. Ja, wir durften Sachen, die Stundenpläne wurden aufgehoben. Ich wurde gefragt, wie viel Unterricht ich wirklich machen muss in der Pandemie und wie viel Unterricht ich digital vorbereiten kann. Das hat dann dazu geführt, dass meine Schülerschaft großflächig meinen Sozialkundeunterricht über den Podcast wahrgenommen hat und nicht darüber, dass ich das jetzt tatsächlich live gehalten habe. Warum auch? Ich habe es ja schon mal erzählt. Solche Dinge gingen alles. Was auch passiert ist, man hat in vielen Schulen auf Papier zurück umgestellt und das ist gar keine schlechte Idee gewesen, denn das nivellierte Bildungsunterschiede auch an verschiedenen Stellen. Denn wenn ich im Endeffekt so eine Art Telefonkette habe, in dem ein Elternteil für eine Klasse irgendwie so ein Packen Papier abholt, die verteilt, ich kann differenzieren und so weiter. Ja, insbesondere wenn ich keine digitalen Mittel habe und die Kinder keine Zugänge zu digitalen Mitteln haben, ist dann tatsächlich Papier auch wieder eine gute Lösung. Das sieht jetzt erstmal komisch aus, insbesondere wenn ich darüber rede, okay, digitale Schule, aber man muss dann halt pragmatisch sein. Was wollen wir? Wollen wir die Bildungsgerechtigkeit, von der immer wieder geredet wird, und Beschulung, oder wollen wir auf Teufel komm raus Digitales. Das Digitale muss auf beiden Seiten vorhanden sein und das ist dann auch wieder ein Gerechtigkeitsproblem. Das haben wir auch im Frühjahr gelernt. Okay, es kommt das neue Schuljahr und man sieht, Captain Lorca hat vollkommen recht. Ja, der Präsenzunterricht ist da. Schilde hoch, volle Kraft zurück. Im Endeffekt wurden diese ganzen Freiheiten zurückgedreht. Und wir sind jetzt wieder erstmal dabei, dass wir Präsenzunterricht machen. Ne? Also wir kommen jetzt zu diesen drei großen Diskussionsvarianten. Ja, wir sehen uns das nochmal an. Präsenzunterricht ist wichtig. Warum? Naja gut, es ist das Standardmodell der Beschulung. Das ist das, was wir alle gelernt haben. Okay, viele Leute stellen sich Schule so vor. Schwaches Argument. Nivelliert am besten soziale Ungleichheiten, das ist richtig, weil halt im Endeffekt der Raum getrennt ist von dem Elternraum und damit die sozialen Ungleichheiten ein bisschen ausgeglichen werden können. Achtung, Deutschland hat ein dreigliedriges Schulsystem, in dem soziale Ungleichheiten sich durchaus in der Schulart widerspiegeln, in der man ist. Das heißt also, so schön ist es nicht. Wenn wir ein integratives Schulsystem hätten, das sei ein Hinweis an der Stelle, wäre das noch ein stärkeres Argument. Wir haben bessere soziale Kontrollen. Ja, das bedeutet auf der einen Seite, wir können die SchülerInnen beim Lernen besser kontrollieren, wir können natürlich Eltern kontrollieren, ja, in dem Sinne, dass man halt aufmerksam wird auf Missbrauch in der Familie und ähnliche Sache. Das ist eine wichtige Sache, die jetzt weggefallen ist. Und man kann natürlich auch Lehrkräfte besser kontrollieren, dass die aus einer Arbeitssicht ihre Arbeit machen, weil ansonsten sitzen wir ja alle nur vor unseren Computern und langweilen uns oder machen nichts. Das schwang da auch mit. Also es ist so ein schönes, hierarchisch sortiertes System. Und deswegen ist Präsenzunterricht toll und das hat es ja schon immer gegeben. Und natürlich schafft es die, wir hatten ja Herrn Söder das sagen hören, die Betreuung, damit die Eltern arbeiten gehen können. Er ist aber auch altbacken. Präsenzunterricht ist immer noch teilweise frontal und ich bin auch jemand, der das regelmäßig macht, weil es halt an bestimmten Stellen sehr effizient ist. Ja, effektiv nicht unbedingt, aber effizient. Er ist teilweise fremdstrukturiert. Man hat heutzutage natürlich viele Projektarbeiten, Gruppenarbeiten und so weiter und so fort.
Ja, er ist immer noch sehr rigide, er ist eng getimed. Ich habe halt 45 Minuten, Stunden mit Pausen und so weiter. Das ist alles streng. Es wechselt sich das alles ab. Es gibt kaum Beweglichkeiten in diesem System. Da könnte man ja jetzt was machen. Distanzunterricht. Reiner Distanzunterricht überträgt Eltern Aufgaben, für die sie nur teilweise geeignet sind. Hatten wir schon vorhin. Die Eltern haben halt einfach dann irgendwie eine Anforderungsüberforderung und eigentlich sollten wir als Schule ja die Kinder betreuen, damit die Eltern dann in Ruhe arbeiten gehen können. Ne? Kapitalistische Gesellschaft. Distanzunterricht ist gerne überladen mit Inhalten, weil Lehrkräfte zwar ein sehr gutes Gespür dafür haben, wie viel Inhalt sie in eine Unterrichtsstunde kriegen, aber überhaupt kein Gespür dafür haben, wie schnell und wie langsam Kinder eigentlich arbeiten, wenn sie das alleine daheim machen müssen. Wir haben schlicht und ergreifend dafür keine schulische Sozialisation auf der Seite der Lehrkräfte, die wächst jetzt langsam, oder auf der Seite der SchülerInnen. Das heißt also, wir können das einfach nicht einschätzen und die Tendenz, die Leute zu überladen, ist sehr hoch. Ja, also wenn alle full-fledged Flipped Classroom-Unterricht machen, wo alles vorbereitet wird, muss man die Inhalte sehr stark zurückziehen. Auch ich musste mich erst daran gewöhnen. Ja. Die enge Betreuung durch die Lehrkräfte ist natürlich auch nicht so da. Ne? So eine Videokonferenz bringt es dann nicht ganz, insbesondere wenn man nicht Augenkontakt haben kann. Ja. Und auch die Interaktion, eine persönliche Interaktion hat einen eigenen Wert. Wir haben ganz viele technische Hürden. Es sind nicht nur die Schülerinnen und Schüler, die nicht leistungsfähige Rechner und Internetanschlüsse haben. Das geht auch den Lehrkräften so. Es gibt Lehrkräfte, die können mit dieser Technik auch teilweise nicht umgehen, ja, oder sind sich unsicher und ähnliches oder haben Datenschutzbedenken und ähnliches. Und natürlich, das ist nicht abrechenbar in der Verwaltung. Ja, also wenn ich 23 Wochenstunden Deputat habe, kann ich das abrechnen? Ja, wenn ich 23 Wochenstunden habe und sage, naja, das ist irgendwie im Distanzunterricht, wir waren da vielleicht in einer Videokonferenz, aber ich habe denen dann eine Aufgabe gegeben und die haben die irgendwann gemacht. Ja, da kriegt dann irgendwann jemand das Schwitzen. Also das ist das Problem des Distanzunterrichts. Aber dafür hat man ja jetzt eine Lösung gefunden, Hybridunterricht. Hybridunterricht, die Idee ist irgendwie, ich habe die Hälfte der Schülerinnen und Schüler da, die andere Hälfte schalten wir zu. Ich habe hier mal eine Beispielrechnung gemacht. Man nehme eine so durchschnittliche Schule mit 1000 SchülerInnen, das sind ungefähr 45 Klassen. Ja, so ein Videocall bei Zoom, Microsoft, Big Blue Button ist irgendwie so in 500 Kilobit bis 1 Mbit. Das ist jedenfalls das, was ich gefunden habe. Das heißt, ich brauche irgendwie 50 Mbit ab verlässlich, um so eine Schule anzuschließen. Das ist sportlich. Ja, das hat halt nicht jede Schule. Geschweige denn in jedem Klassenraum einen Rechner und eine Anbindung und Mikrofone und so weiter. Also rein die technische Seite davon ist schon schwierig. Das ist aber gar nicht das Hauptgegenargument. Das Hauptgegenargument ist, das ist didaktisch einfach nur eine Katastrophe. Okay. Ich spreche jetzt einfach mal aus der Praxiserfahrung heraus. Ja, ihr stellt euch einfach vor euch. Ja, sitzen SchülerInnen. Daneben steht ein Computer mit, wenn ihr Glück habt, Videoaufnahmen von SchülerInnen, so wie ihr das jetzt hier gerade seht. Und ihr müsst euch darauf konzentrieren und darauf konzentrieren. Habt dort meistens nur ein Mikrofon, weil keine Kamera in Klassenräumen, wir wollen keine Kameras in Klassenräumen. Ihr müsst dort interagieren. Ich habe, als ich das thematisiert habe, auf Twitter mal gesehen, dass es jemanden gab, der meinte, ja, sie hatten eine Person, die war halt dauerhaft als Risikopatient, Patientin, keine Ahnung, was das war, im daheim, ja, in Quarantäne sozusagen, und die hatte dann irgendwie ein großes Plüschtier, mit dem sie gewunken hat, damit man gesehen hat, dass die Person das gemacht hat. Halte ich für eine praktische Lösung, aber das ist im Endeffekt die Realität von Hybridunterricht. So, welche Aufgabenformen kann ich da machen? Arbeitsblätter, die ich austeile, wobei, wenn ich das Arbeitsblatt digital austeile, muss ich mir die Frage stellen, warum ich die Leute zuschalte. Okay, dann können die wenigstens noch antworten, aber kann ich allen das Arbeitsblatt digital austeilen? Warum sitzen die dann vor mir? Kann man es auch gleich in der Videokonferenz machen. Ja,
die Interaktion zwischen den SchülerInnen im Raum und den SchülerInnen in dem digitalen Umfeld ist nicht so richtig gegeben. Das läuft am Ende alles über die Lehrkraft. Man macht sehr viel Vortragsunterricht, sehr viel Frontalunterricht. Das macht man auch in Videokonferenzen. Wir haben ja also einen didaktischen Rückschritt von sehr eigentlich offenen Methoden hin zu Lehrer, Lehrer, Lehrer. Ja, ist furchtbar, ja. Also auch die geteilte Aufmerksamkeit, es ist unheimlich anstrengend und man kommt in so einer Unterrichtsstunde im Vergleich zu einer Präsenzunterrichtsstunde, aber auch im Vergleich zu einer Distanzunterrichtsstunde kommt man eigentlich nicht weiter, weil man wirklich nur sehr rudimentäre Dinge machen kann. Jetzt, ich bin Oberstufenlehrkraft hauptsächlich, wir machen keine rudimentären Dinge, wir machen komplexe Dinge. Die komplexen Dinge sind das, was wir eigentlich machen wollen. Wir wollen, dass die Leute Kompetenzen erwerben, Dinge durchdenken, gemeinsam in Gruppen arbeiten. Okay, wir haben Pandemie, wir können nicht in Gruppen arbeiten. Ja, aber dann wäre das im Breakout-Room wieder gut. Ja, also der digitale Anschluss des Klassenzimmers an das real Existierende, indem wir da einfach irgendwie ja überall so eine MS-Teams-Sitzung oder sonst was aufmachen und dann da einfach hineinreden, ist tatsächlich aus der Sicht des Schulsystems ein didaktisch-methodischer Rückschritt ins 19. Jahrhundert. Es ist in der Betreuung der SchülerInnen total furchtbar und vor allen Dingen ist es ein Indikator dafür, dass wir versuchen, etwas in ein System zu packen, das aktuell nicht hält. Diese Pandemie hat dazu geführt, dass wenn wir digitalen Unterricht machen, wir ihn flexibler halten müssen und wir uns überlegen müssen, die Leute gleichzeitig getrennt, aber gut betreut zu haben. Und das kann halt nicht sein in 45 Minuten und die eine Hälfte sitzt hier und die andere Hälfte ist daheim, sondern dann müssen wir komplett neu strukturiert anfangen, neu über Schule denken und neu auch über digitalen Distanzunterricht denken und uns die Frage stellen, was ist denn eigentlich unser Ziel? Weil viele Dinge gehen ja digital trotzdem. Also, digitale Schule scheitert an der Vorstellungskraft. Wenn wir digitalen Unterricht machen, dann kann der nicht dieser Hybridunterricht sein. Es kann aber auch nicht Distanzunterricht in 45-Minuten-Stunden sein. Warum denn bitte? Also, mir geht das ja gar nicht ein, ja. Also ich stelle mir schon die Frage, was eigentlich jetzt gerade mich und meine SchülerInnen dazu treiben sollte, jeden Morgen um 8 vor diesen Rechnern zu sitzen. Warum? Wo ist der, ja, ich habe vorhin mal gesagt, Mehrwert. Wo ist der Mehrwert? Ja, ich habe eine Lernplattform. Jede Schule hat eine Lernplattform. MEBIS ist die Lernplattform in Bayern. Wir haben noch eine zweite Lernplattform, die wir benutzen. Ja, ich habe eine Lernplattform. Da kann ich alles hineinstellen, was ich haben will. Für Lehrkräfte total luxuriös. Man kann da die ganzen Aufgaben erstellen. Die ploppen automatisch auf. Die gehen weg. Man kriegt Bewertungskriterien. Man kann sehen, ja, wer die Aufgabe sich angeguckt hat. Teilweise auch in absoluten Kontrollwahn, wer sie bearbeitet hat. Man kann Quizzes stellen und so weiter. Also warum sollten die Leute in einer Videokonferenz sitzen? Keine Ahnung. Ich muss da nicht sitzen, die Schülerschaft muss da auch nicht sitzen. Alle stellen sich die Frage, warum wir dort sitzen wollen. Ganz einfach, weil es Leute gibt, die Hinterstundenpläne nicht dahinter gucken können. Ja? So, das heißt also, ich kann das schon mal aufbrechen. Wir können das zeitsouverän machen. Ihr kennt es vielleicht auch. Ja, es gibt Menschen, die können frühs nicht arbeiten. Hier im Nerd-Umfeld ganz begeistert. Ne? So, Leute, die ab 22 Uhr dann anfangen, irgendwie gut coden zu können über die Nacht rum, denen könnten wir doch jetzt endlich mal entgegenkommen. Es ist nicht jedem gegeben, also ich bin Morgenmensch, es ist nicht jedem gegeben, irgendwie früh um 8 auf der Matte zu stehen und intellektuell fit zu sein. Wir wissen in der Schule eigentlich, ab um 9 bauen die Leute ab. Dann lassen wir ihnen doch die Möglichkeit. Ja? Okay, zeitsouverän sinnvoll. Ja, wir können Flipped Classroom machen. Flipped Classroom ist die Idee, dass die Leute sich die Erarbeitung selber machen und dann die Übung mit der Lehrkraft und die Besprechung mit der Lehrkraft. Das ist im Endeffekt das, was ich zum Beispiel in meinem Sozialkundeunterricht mache, weil ich die komplette Erarbeitung als Podcast und als Website und so weiter da draußen im Internet stehen habe. Ja, aber ich kann halt auch Leute einfach zu Erklärvideos auf YouTube schicken und so weiter und so fort. Hat übrigens auch den Vorteil, dass wenn ich als Lehrkraft ein bisschen Selbstreflexion habe und weiß, es gibt bestimmte Sachen, da bin ich immer schlecht drin, die zu erklären. Das sind Themen, in denen fühle ich mich nicht so wohl. Jeder hat die, ich habe die auch. Ja, dann schicke ich die Leute vielleicht zu einem guten YouTube-Video, wo das jemand erklärt, der das besser kann. Da gehen die nämlich auch von alleine hängen. Oh, digitale Schule führt übrigens auch zu engerer Betreuung, weil ich kann natürlich auch eine One-on-One-Videokonferenz machen. Ich kann mir Zeit nehmen. Ich kann mir meinen Tag als Lehrkraft flexibel einteilen. Aber ich habe schon gesagt, das widerspricht allen Stundenplan- und Kontrolllogiken, die im Schulsystem natürlich auch angelegt sind, weil
man muss ja irgendwie nachweisen, dass man so und so viel Zeit an die Bildung der Kinder verwendet hat. Und es muss so und so viele Stunden Englisch müssen nachgewiesen werden, weil ansonsten ist ja der Leistungsnachweis nichts wert und so weiter und so fort. Ja, so und so. Wir haben noch gar nicht über Leistungsnachweise geredet. Es gibt in Deutschland im Endeffekt keine ordentliche Möglichkeit, einen Leistungsnachweis zu erheben, den nicht irgendwie mit Papier schriftlich vor Ort führt. Alles andere, da könnte man ja bescheißen. Und das Problem ist auch, die Aufgabenstellung, die wir machen würden, wenn die Menschen das Internet an der Hand haben, sind so komplex, dass sie Schülerinnen und Schüler mit einer Schulsozialisation in Deutschland eigentlich nicht lösen können, weil die sind darauf vorbereitet, die Aufgaben lösen zu können, die wir in der Hand haben und die wir ihnen geben. Ja. Digitale Schule ist aber auch keine alleinige Lösung. Ich habe Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachbereich Mathematik zum Beispiel, die sagen, ja, bringt mir nichts. Warum? Ganz einfach, in Mathe brauchst du halt jemanden, der dahinter steht und dir Fragen stellt oder dir sagt, guck da nochmal hin. Ich habe selbst hin und wieder mal Mathe-Nachhilfe gegeben, so im Mittelstufenniveau, wo ich das noch kann. Und tatsächlich, das Beste ist, dass man einfach dahinter steht und sagt, so, jetzt schau dir das nochmal an, guck mal, das kann nicht richtig sein, das Ergebnis. Guck mal, da fehlt ein Minus und so weiter. Ja, einfach durch immer wieder Fragen und die Leute darauf hinweisen. Das bedeutet aber persönliche Betreuung und das geht über digitale Wege sehr, sehr schlecht. Da kannst du auch mit Lernplattformen nicht kommen. Natürlich, ich kann hochkomplexe, leitende Arbeitsblätter erstellen, aber auch das ist wieder nicht jedem und jeder gegeben. Also es ist ein großes Problem. Ja, die Eigenständigkeit der SchülerInnen ist eine höhere Belastung. Ich habe es gerade schon gesagt, unsere Schulsozialisation für Lehrkräfte wie für SchülerInnen ist nicht darauf ausgestattet, tatsächlich eigenständig mit einem eigenen Timing zu arbeiten. Das lernst du halt nicht. Ja, du kommst ja in der ersten Klasse in eine Schule rein und dir wird die ganze Zeit gesagt, ja, das ist hier fremdbestimmtes Lernen, die Lehrkraft weiß, was für dich gut ist und so weiter und so fort. Dann gibt es natürlich solche Konzepte wie Montessori, das ist schon freier und diese freien Konzepte, die funktionieren dann. Wenn SchülerInnen darin sozialisiert sind, dann funktioniert das. Die SchülerInnen, die ich aktuell noch habe, sind sehr oft ganz anders sozialisiert. Da wurde gesagt, was die Lehrkraft sagt, ist richtig und auch darauf kannst du dich verlassen. Und da gibt es halt Menschen, die in ihrer Sozialisation an diesen Freiheiten scheitern. Und zwar in beide Richtungen. Entweder indem sie fast ausbrennen oder aber indem sie dann halt nicht genug machen. Und dieses Gefühl dafür zu bekommen, wo ist denn meine Leistungsfähigkeit, wie muss ich wie arbeiten, wie ist meine Zeiteinteilung und so, da haben wir bisher keine Antwort und es ist halt auch nie Teil des Schulsystems gewesen, das Leuten mal zu zeigen. Soziale Interaktion ist übrigens auch wichtig für die Sozialisation. Das ist für Kinder in den Elementarstufen, Grundschule, ja, aber auch Sekundarstufe 1, 5., 6., 7. Klasse, unheimlich wichtig, diese soziale Interaktion zu haben. Teenager sein ist soziale Interaktion in der Peer Group. Die findet aktuell natürlich auch nicht statt. Das heißt also, wir müssen natürlich auch Räume schaffen, in denen trotz digitaler Schule im Zweifel diese Interaktion stattfindet. Und wir haben immer noch die Betreuungsaufgabe für die Eltern, denn, naja, es geht um die Wirtschaft, aber diese Betreuungsaufgabe ist halt auch mehr, ja, Interaktion mit anderen Sozialisationsinstanzen, mit ErzieherInnen, SozialpädagogInnen, ja, aber auch Lehrkräften, aber auch anderen Mitgliedern der Peer Group in einem sozialen Schutzraum ist halt an sich wichtig. Das heißt, wir können jetzt nicht auf voll digital Distanz umstellen, weil das gut ist und flexibel ist, aber wir können aus dem Digitalen die Flexibilität des Lernens mitnehmen, wenn die SchülerInnen und Schüler dafür dann auch irgendwie sozialisiert werden. Und das sind sie halt noch nicht. Ja, also es ist alles so ein bisschen zweiseitig. Wir können aber mitnehmen, Hybridunterricht ist absoluter Quatsch. Also wenn ich Hybridunterricht in dem Sinne mache, muss ich eigentlich zu Lehrkräften hingehen und sagen, okay, was brauchst du? Was willst du machen? Wie sieht dein Unterricht aus? Wie willst du den gestalten? Das sind deine Möglichkeiten und dann uns die Flexibilität geben zu sagen, ja, die Kolleginnen und Kollegen, die sagen, in meinem Fach brauche ich eine hohe soziale Interaktion, aber ich habe jetzt Pandemie, das heißt, wir brauchen geteilte Gruppen. Ich beschule halt zwei Gruppen jeden Tag, ja, direkt persönlich mit Abstandsregeln und allem dran und drum und gleichzeitig zum Beispiel so jemanden wie mir zu sagen, der sehr viel halt einfach in Eigenständigkeit machen lassen kann, weil er Denkfächer und Fächer hat wie Englisch, in denen die Person so und so hauptsächlich selber lernt oder aber eine persönliche Betreuung braucht, zu denen zu sagen, okay, deine Stunden nehmen wir dir weg. Ja, du brauchst die nicht in der großen Menge. Ja, ihr trefft euch irgendwie abends in einem Videochat für Conversation in Englisch und das war's oder zu einer Besprechung. Diese Flexibilitäten sind aber nicht da, ne, sondern wir haben einfach nur entweder Stundenplan oder nicht Stundenplan. Präsenzunterricht ist wichtig und so. Und da ist das große Problem.
Ja, und das bringt uns an den 13. Dezember 2020. Der Präsenzunterricht scheitert an den Realitäten. Ja, wir sind dann halt einfach alle in die Weihnachtsferien gegangen. Ich habe bisher noch niemanden gehört, der mir gesagt hat, dass wir am 10. Januar wiederkommen. Aber keine Sorge, ich habe dann nachher ein Zitat von jemandem, der das schon glaubt. Ja, die technische Ausstattung konnte nur teilweise verbessert werden. Also es wurde investiert, keine Sorge. Allerdings hat man festgestellt, dass der Markt halt komischerweise leer gekauft war, weil alle anderen brauchten auch Headsets, Computer und so weiter und so fort. Und die didaktischen Konzepte und die Schulordnung wurden nur teilweise angepasst. Ja, also die Frage der Leistungsnachweise und wo die herkommen und die Zeugnisse und Selektion und Ausbildung und Qualifikation ist halt auch ein Teil von Schule, die ist immer noch wichtig. Ja, man hat sich darum nicht gekümmert und man hat sich halt einfach gedacht, okay, wir machen die ganze Zeit Präsenzunterricht und wenn die Klassen in Quarantäne gehen, dann machen wir halt Distanzunterricht oder Hybridunterricht und fertig ist es. Dass wir so in einen kompletten Lockdown kommen und dass wir dann auf einmal wieder die Probleme haben, dass die Leute gar nicht da sind und auch nicht da sein können und es jetzt auf einmal Studien gibt, die nachweisen, dass Schulen gefährlicher sind, als man bisher dahergeredet hat, ist ein Riesenproblem. Es ist natürlich auch wieder ein Riesenproblem für die Wirtschaft, denn Betreuung und so weiter. Also sprich, wir haben die Zeit eigentlich verstreichen lassen. Ja. Aber Schulsysteme sind Bildungsföderalismus, es ist alles langsam. Das heißt nicht, dass nicht Dinge passiert sind, aber es ist halt leider langsam. Ja, und nun, also Flexibilität gibt es im Schulsystem anscheinend nur, wenn schon alles kaputt ist. Dann gehen Dinge. Ja, ist ein bisschen traurig eigentlich, ich hatte mir da mehr erhofft, aber okay. Wir haben den organisatorischen und digitalen Vorsprung nicht ausgebaut. Ne? Also, nee. Stattdessen haben wir jetzt Verträge mit Microsoft. Ja. Ich meine, Italien ist hingegangen, hat einmal irgendwie Google Classroom gekauft. Gab es ja auch in Deutschland, dann gab es irgendwie DSGVO-Beschwerden und so. Muss man ehrlich dazu sagen, ich habe mir Google Classroom angeguckt, ne? Das ist ja wenigstens geiler Scheiß. Leider verkauft man halt auch die Daten irgendwie an Google. Geht halt in Deutschland nicht. DSGVO-mäßig geht das auch nicht und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja, aber im Endeffekt, das interne Know-how ist nicht vorhanden. Das interne Know-how ist auch nicht unbedingt gewünscht. Und man ist halt immer noch sehr viel bei Captain Lorca da vorne. Warum denn? Wir kommen doch irgendwie zurück zum Präsenzunterricht. Ja. Die einzige Stelle, wo man wirklich Digitalisierung aus meiner Sicht gut genutzt hat, ist die Idee, dass man damit SchülerInnen und Lehrkräfte besser kontrollieren kann, die hat sich schnell durchgesetzt. Ja. Also die Verwaltungsplattformen sind alle unheimlich gut darin zu gucken, wann ich welche Note eintrage, ob ich meinen Unterricht gehalten habe, ja, mir mehr Aufgaben zu geben und so weiter und bring Schuld für mich und aber auch für meine SchülerInnen einzuführen, die nämlich auf einmal auch regelmäßig irgendwelche Nachrichten, irgendwelche E-Mails und alles Mögliche selber konsumieren müssen. Und das ist Digitalisierung in der Verwaltung. Ja. Was nicht flexibilisiert wurde, war Stunden, Unterricht, Umgang mit Leistungsnachweisen. Das wurde alles nicht flexibilisiert. Was hoch flexibilisiert wurde, ist meine Arbeitszeit, denn anscheinend wird von mir implizit mittlerweile erwartet, dass ich 22 Uhr abends an einem Sonntag dann auch mal gerne irgendwie doch noch eine E-Mail beantworte oder auf sowas reagiere. Das ist jetzt auch nicht der Sinn kann. Also ich will jetzt hier nicht den Beamten spielen, wir sind gut bezahlt und so weiter, ja. Aber VW hat schon vor Jahren eingeführt, dass man E-Mails nach seiner Arbeitszeit nicht beantwortet bekommt. Das reißt jetzt gerade bei uns alles so richtig ein. Nach dem Motto, die Mittel sind da, warum denn nicht? Ja, und dann kann ich ja schnell eine Nachricht schicken. Und Bringschulden bei SchülerInnen sind noch viel, viel katastrophaler. Ich arbeite an einer Schule, wo ich hauptsächlich erwachsene SchülerInnen habe. Und das ist halt ernsthaft gefährlich, wenn man dann halt nicht erstmal irgendwie einen Diskurs sucht. So, als letztes, ich habe ganz viele Projekte gehört, wo zivile HelferInnen, Leute aus den Nerd-Umfeldern und so weiter Geräte rangeschafft haben, ja, Schulungen gemacht haben, Fortbildung gemacht haben, Software bereitgestellt haben. Wir können so froh sein, dass es das irgendwo gibt. Wir können auch so froh sein, dass das Chaos da was macht, dass es auch sowas gibt wie Chaos macht Schule. Und nachdem wir jetzt alle nicht gemeinsam da sitzen, aber ihr vor euren Geräten sitzen, hoffe ich jetzt eigentlich, dass an der Stelle ein kleiner Applaus durch die Mengen geht, weil ja kreatives Chaos ist das, was wir hier noch mehr brauchen. Ja, und dann habe ich nur noch eine Folie. 28.12.2020, das ist Frau Eisenmann, die Kultusministerin
von Baden-Württemberg, der Präsenzunterricht ist durch nichts zu ersetzen. Ich mache jetzt Frau Eisenmann mal einen Gegenvorschlag. Der Präsenzunterricht wäre zu ersetzen durch einen digitalisierten Unterricht, in dem durchaus Teile, wo es didaktisch und methodisch sinnvoll ist, sie in Präsenz durchzuführen, in Präsenz durchgeführt werden müssen. Wir haben eine Pandemie und man sollte das reduzieren auf eigentlich nichts. Aber es gibt halt bestimmte Sachen, wo wir sagen, wir müssen aufpassen. Die Betreuung muss auch klargestellt werden. Ja, Wirtschaftslogiken greifen noch viel, viel mehr als Bildungslogiken. Aber ganz ehrlich, ein digitalisierter, flexibilisierter Unterricht, wo Menschen kreativ, frei, mit neuen Aufgabenstellungen und alleine selbstverantwortlich lernen können, wäre ja viel, viel besser. Weil das ist komischerweise dann die Schule, von der Sie immer reden, die kompetenzorientiert Menschen herbeibildet, die auch in einer zukünftigen Wirtschaft. Und das sind jetzt alles Ziele, die dieses Bildungssystem hat. Ja. Und die auch von Politikern immer für das Bildungssystem ausgegeben werden, das sind alles Ziele, die wir dadurch erreichen könnten. Da ist dann allerdings die interessante Sache, Präsenzunterricht ist dadurch sehr wohl zu ersetzen. So, damit ist meine Schulstunde von 45 Minuten rum. Ich danke sehr für die Aufmerksamkeit und kann das ja... Ja. Und erledigt. Weiter. Okay, ja, danke Thomas für diese tolle Einblicke, soll ich dir sagen. Es gab hier schon ein fettes Danke für den aufschlussreichen Einblick in deinen Job über das IRC und eine sehr lebendige Diskussion. Es gab direkt mal eine Frage, ich weiß nicht, ob du sie beantworten möchtest, an welcher Art von Schule du unterrichtest. Das kann ich sagen, das ist eine berufliche Oberschule, also wir sind so eine Art Berufsgymnasium. Okay, ich hoffe, das beantwortet schon mal diese Fragen. Wir haben nämlich noch eine ganze Menge Fragen an dich hier, die wir gesammelt haben. Ja, es ist alles entspannt. Wir fangen mal entspannt an. Es gab nämlich die Frage, welche Software oder Plattformen denn eigentlich so genutzt werden für Distanzunterricht? Also ob du da ein paar nennen kannst, wie das so läuft. Also erstmal gibt es einen schönen Verweis, da ich habe einen Podcast, der heißt Lernfragen. Da habe ich Tools gesammelt und es gibt zwei Folgen von Mahas Liedkultur-Podcast, wo ich mit Maha zusammen auch über digitale Lehre rede. Wir reden da über sehr, sehr viele Plattformen. Die Schulen in Deutschland benutzen sehr viel Moodles. Ja, also diese offene Lernplattform. Bayern benutzt Mebis, was ein Moodle-Clone ist. Und meine Schulart zum Beispiel benutzt noch It's Learning Frontor. Das ist eine professionelle Lösung, die ist halt, das ist halt eine kommerzielle Lösung. Und da gibt es mehrere Sachen. Also, wie gesagt, ich glaube, die Waffe der Wahl im Bildungssystem ist tatsächlich immer noch Moodle, weil das halt Open Source und kostenlos ist und man das anpassen kann. Das sind so die Sachen, die ich kenne. Und wie gesagt, was Tools angeht, wir haben da mehrere Podcasts drüber gemacht und das länglich irgendwie erörtert, was es da alles gibt und womit man da spielen kann. Wunderbar, da kann man sich also nochmal durchhören. Ich von unserer Schule kenne ich auch It's Learning zum Beispiel. Also das scheint irgendwie alles so ein bisschen unterschiedlich zu sein. Und eine Frage, die sich dann mehr auf die Frage Datenschutz bezogen hat, steht denn aus deiner Sicht die DSGVO dem Fernunterricht manchmal im Wege? Nö. Warum? Also okay. Wir haben jetzt aktuell, ist glaube ich so, MS Teams hast du, ne? Das wird oft benutzt. Es gibt immer noch Leute, die benutzen Zoom, aber wir haben jetzt aktuell 4 Tage RC3 mit Jitsi-Servern und BigBlueButtons gemacht. Und die Dinger schneiden nichts mit, da bleibt hinten nichts übrig. Wenn ich das auf Servern hoste, die der Schule gehören, wo ist das Problem? Wenn das Moodle auf einem Server läuft, der Schule gehört oder der dem Schulamt gehört, wäre das alles kein Problem. Ich sehe die Datenschutzproblematik tatsächlich eigentlich nur, wenn Schulen auf kommerzielle Lösungen zurückgreifen,
Ja, aber dann hast du halt sowas wie It's Learning und mit denen kannst du eine Auftragsdatenverarbeitung machen und kannst dir ja auch aussuchen, was du dort rein tust. Gerade diese It's Learning-Plattform, das weiß ich halt aus eigener Anwendung, da ist ein Name drin und ein Avatar-Bildchen. Das ist vollkommen okay. Ja, insbesondere wenn ich dort keine Lösung einlegen lasse oder ähnliches, ist das sicherer, als wenn ich mir irgendwie Lösungen per E-Mail schicken lasse. Aber es gibt natürlich da draußen die MS Teams und so, die dann alles auf Clouds speichern, ja, und es gibt relativ viele Schulverwaltungssoftware, die in Clouds funktioniert, weil natürlich auch in Schulen sich das eingerichtet hat, dass man auf die Idee kommt, ja, ich könnte doch meine Noten daheim auch in Ruhe eintragen und so, ja, und da fängt es dann an, so ein bisschen eklig zu werden, weil in dieser Software stehen Noten drin, da stehen natürlich auch gerne Hinweise über, ja, Lernschwierigkeiten und Lernstörungen drin, ne? Also gerade Legasthenie, LRS, diese Prozentzahlen, wie viel Zeit brauche ich, wie ist die Benotung der Noten, das musst du dann ja mit einer Notensoftware auch wissen. So, und das ist halt eine sehr sensible Information. Gerne hat sowas auch mal so Brief. Ja, so Brieffunktionen, wo man dann halt so Kettenbriefe rausschreiben kann und da sind komplette Datensätze drin. Und das ist eine andere Welt. Aber so dem Distanzunterricht kann man alles hübsch mit Datenschutz, Datensparen, mit Open-Source-Zeug machen. Ja, selbst wie gesagt, so die Lernplattform, dieses professionelle It's Learning-Zeug, da fällt hinten nichts an. Ja, die Leute kriegen halt ihre Credentials von der Schule, da brauchst du nicht mal eine E-Mail-Adresse. Naja, aber du hast gerade gesagt, ne, also gerade im Homeschooling, da sind ja dann auch mehrere Welten aufeinander geclasht, ne, wo dann irgendwie ziemlich viele verschiedene AkteurInnen sich auch nochmal neu verständigen müssen. Vielleicht auch auf neue Spielregeln, das war nämlich auch eine Frage im IRC. Welche Arten von neuen Spielregeln hast du beim digitalen Unterricht festgestellt? Also wie motivierst du SchülerInnen, ja, die ja eh schon genug vor YouTube verbringen? Das ist jetzt hier, ich zitiere mal nur. beziehungsweise, ja, wie aktivierst du deine Schülerinnen? Ja? Also die klassische Antwort ist, ja, als Lehrkraft kann man immer extrinsisch über Noten motivieren. So, so zynisch das klingt. Also ich habe natürlich Menschen, die von mir ein Fachabitur haben möchten. Hauptsächlich. Das heißt, die haben alle eine intrinsische Motivation. Ich arbeite auch nicht an einer Pflichtschule. Ansonsten gilt wie immer, das Angebot muss halt den Menschen irgendwie entsprechen. Wenn die Jugend gerne YouTube konsumiert, ich schätze da ja so einen Tipp, es gibt auf YouTube ja auch Lernvideos. Jetzt so, als Konzept, ne? Du mal so ein paar Bewegungsübungen anbietest. Schwierig finde, ich muss jetzt ein bisschen gucken, wie ich das so formuliere, dass das passt. Also was ich schwierig finde, ist jetzt in diesem Modus, in dem wir jetzt gerade sind, ja, eine Dreiviertelstunde oder 90 Minuten die ganze Zeit vor einem Computer zu sitzen. Ja, also ich glaube, diese Videokonferenzen neigen sehr zum Couch-Potato sein und bringen eigentlich wenig, weil die dann auch konsumierend dargenommen werden. Also ich habe da sehr oft die Erfahrung gemacht, dass du als Lehrkraft dann im Endeffekt erzählst, ne, so richtig hyperfrontal und der Rest hat seine Mikrofone aus und Kameras aus und im Zweifel dich auf stumm geschaltet, damit du nicht nervst. Hauptsache, die sind da, weil das ist die offizielle Anforderung, ne? Wir haben mittlerweile Anwesenheitskontrollen im digitalen Unterricht. Ich lachte leicht, aber ist so. Und motivieren tut man Menschen halt im Endeffekt dadurch, dass man ihnen am besten vorher eine Aufgabe gibt oder ähnliches und dann einen Gesprächsanlass bietet und dann halt auch das Gespräch nur so lange führt, wie man es braucht. Aber da sind wir halt bei der Flexibilität von Unterricht, ne? Dann musst du halt irgendjemandem mal vermitteln können, dass so eine Videokonferenz, die nur 15 Minuten dauert, am Ende denselben Unterrichtswert hat wie 45 Minuten Stundenplan Präsenzunterricht. Weil die Aufgaben, auf denen das basiert, wurden halt ohne deine Anwesenheit vorher gemacht. Da passt eine Frage auch aus dem Chat noch direkt dazu. Hast du vielleicht eventuell so Literaturempfehlungen zu didaktischen Modellen, die da vielleicht so ein bisschen andocken, sag ich mal wenigstens? Ich war da schon im Studium furchtbar schlecht drin.
Ich, wüsste jetzt auf die Schnelle nichts. Es gibt da sehr viel. Was ich da aber empfehlen kann, ist einfach mal auf Twitter mit dem Hashtag TWLZ oder Twitter-Lehrerzimmer danach zu fragen. Da gibt es Menschen, die kennen sich damit weitaus besser aus. Ich bin da sehr autodidaktisch unterwegs. Ja, und bin durch meinen Nerd-Hintergrund halt sehr in einem, aber das ist doch logisch, Modus. Und deswegen habe ich mich damit leider nicht auseinandergesetzt. Ja, da lernen ja alle so ein bisschen voneinander, aber das Hashtag ist wirklich eine gute, ein guter Hinweis, weil dort auch immer sehr viel Aktuelles auch an eigenen Projekten vorgestellt wird. Apropos praktische Tipps, es gab eine Frage, die bezog sich eher so ein bisschen auf Eltern bis Klasse 10, die verstehen möchten, was im Online-Unterricht klappt und was nicht, damit sie dem gezielt nachgehen können. Hast du da Hinweise? Also wenn es um Erreichbarkeit der Lehrkräfte, Online-Elternabende und sowas angeht. Also generell, ich würde von meiner Schule mindestens eine E-Mail-Adresse verlangen, die funktioniert. Das würde ich jetzt mal so für Erreichbarkeit sagen. Online-Eltern, Online-Elternabende über Videoplattformen sollten eigentlich auch kein Akt sein. Ich bin auch der Meinung, dass man als Lehrkraft sich dort gefälligst zu exponieren hat. Und wenn man sich dafür in die Schule hinter eine Kamera setzt und nicht daheim hinsetzt. Ich meine, ne, man sieht jetzt gerade im Hintergrund mein Büro. Ich habe kein Problem damit. Ich finde auch, dass das kein Problem sein sollte, wenn wir das von der Schülerschaft verlangen. Weil ich die Frage in die Richtung gehe, was jetzt so zu erwarten ist, was nicht zu erwarten ist. Es gibt eigentlich gesetzliche Vorgaben mittlerweile dafür. Also jedenfalls ist es in Bayern so. Ich bin halt verpflichtet, im Rahmen von x Unterrichtsstunden pro Fach einen gehaltvollen Unterricht anzubieten. Das ist unheimlich schwer messbar. Das ist aber normalerweise auch unheimlich schwer messbar. Das heißt also, man sollte auf jeden Fall irgendwie eine Progression sehen. Ja, wenn ihr irgendwie seht, ja, ich kriege jede Woche irgendwie so zwei Arbeitsblätter hingeschmissen, die sehen alle gleich aus, oder ich finde die auf hausaufgaben.de, dann habe ich ein Problem. Ein guter Hinweis, was sich bei uns in der Schule durchgesetzt hat, auch über die Lernplattformen, ist, von Lehrkräften Wochenpläne zu wünschen. Ja, nicht verlangen, die reagieren da immer kritisch drauf, aber sich zu wünschen und halt zu erzählen, okay, ja, wir möchten halt gerne einen Wochenplan haben. Diese Wochenpläne helfen den Lehrkräften und sie helfen den SchülerInnen unheimlich, weil dann ist klar, zu dem Zeitpunkt muss ich das abgeben, dann kann ich zeitneutral arbeiten. Ja, okay. Und ich glaube, das ist eigentlich das Beste, und es ist auch eine schöne Übung für Eigenständigkeit später im Leben, denn dann lernt man sich schon sich selber organisieren. Ja, also das Thema Eigenständigkeit, Selbstständigkeit war auf jeden Fall auch ziemlich häufig gefragt. Meinst du denn, dass es da sozusagen bei der Übertragung von Selbstständigkeit auf die Schülerinnen und Schüler, dass es auch positive Effekte von der ganzen Pandemielage gibt, also dass die aktiver werden vielleicht? Sie müssen ja. Und ich habe es mehrfach im Talk schon angesprochen. Wir haben ein Problem mit unserer schulischen Sozialisation. Also ich höre immer wieder Sachen, dass jetzt gerade in den unteren Klassen das schon aufgebrochen wird, auch in Pflichtschulen, also nicht nur so ein Montessori-Ding ist, sondern dass es dort immer freier wird, dass ja, Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, früh zum Beispiel im Unterricht die ersten 2-3 Stunden selbstbestimmt jeden Tag zu lernen. Ja, da gibt es dann halt die Bedingung ist, ihr müsst hier was tun, aber was ihr tut als Vorbereitung für welche Aufgabe und in welcher Gruppe ihr das tut, das sucht ihr euch alles selber aus. Das sind unheimlich gute Modelle. Das Problem ist nur, ich sitze am Ende des Schulsystems, ne? In der beruflichen Oberschule, ich habe 16, 17, 18-Jährige, wir sehen das immer als Letzte. Aktuell scheitern unsere Schülerinnen und Schüler da immer wieder dran, weil die das halt anders beigebracht bekommen haben. Ne? Das ist eine Frage der Sozialisation. Wenn jetzt die Kinder in den Grundschulen, in der Sekundarstufe 1 dorthin gebildet werden, dann ist das toll. Ich habe auch mit den Kollegen aus dem Grundschullehramt immer wieder geredet und die haben genau solche Sachen. Ja, die machen wirklich solchen Unterricht. Das Problem ist dann gerne, dass das an den weiterführenden Schulen alles immer noch wieder kaputt gemacht wird und nicht mitgenommen wird. Also du hast ja auch diese didaktischen Brüche in den Schulsystemen drin. Ja, ich merke das als jemand, der hinter hauptsächlich Real- und Mittelschulen steht, merke ich zum Beispiel, dass unser Anspruch, der dann sehr gymnasial ist und so dieser Weiterdenkanspruch ist, dass der sehr oft nicht gut ankommt, weil die Leute das nicht gewohnt sind, jetzt eigenständig zu arbeiten.
So, dann noch eine ganz kurze Frage. Thema neue Unterrichtsarten. Hast du eine Institution, einen Verein, den man unterstützen kann? Nee. Fällt dir nichts ein? Mir fällt nichts ein. Es gibt unheimlich viele Leute, die da draußen zu dem Thema was machen. Ich glaube, die meisten Sachen sind gut. Ja, ich stehe jetzt hier halt so als jemand, der das so alles für sich selber herausgefunden hat, aber ich bin jetzt nicht Mitglied in einem Verein oder so. Okay. Ja, und es gibt da auch nichts, was mir jetzt auf die Schnelle einfällt, aber geht mal suchen. Also ich habe jetzt letztens EduLabs zum Beispiel gesehen, die kann man vielleicht nennen, die machen da jetzt so Open Source mäßig viele Dinge und ja, Chaos macht Schule, macht ja auch solche Sachen. Genau. Dem Talk mit dem Thomas. Ganz herzlichen Dank für die vielen Inputs und Eindrücke in dieses wirklich herausfordernde Schuljahr. Lieber Thomas, schön, dass du Teil der ersten Remote Chaos Experience warst und halt bitte die Ohren steif. Dankeschön. Tschüss, es war mir eine Freude.